Was geht ab, YouTube? Euer Yoshi ist wieder am Start, heute mit einem weiteren Video zum Thema Outfit-Glitches. Und zwar bin ich in den Kommentaren gefragt worden, ob diese Methode, den unsichtbaren Arme zu bekommen, auch mit der Frau funktioniert. Und ja, es funktioniert. Es gibt allerdings noch eine geilere Variante und das möchte ich euch heute ganz einfach mal zeigen. Und wir starten einfach mal direkt mit diesem Glitch. Als allererstes fahrt ihr bitte in ein Bekleidungsgeschäft eurer Wahl, geht dort zu der Kassiererin hin und kauft euch die folgenden zwei Outfits. Und zwar bräuchtet ihr dafür ein Taucher-Outfit. Welches davon ist vollkommen egal. Nehmt einfach irgendeins, was euch gefällt. Ich nehme jetzt einfach mal dieses hier, weil ich das einfach schon habe. Diese speichern wir ab auf irgendeinem freien Platz oder auf irgendeinem Outfit, was ihr nicht mehr braucht. So, gespeichert. Als nächstes gehen wir zu den Bodysuits. Dort, ihr müsst euch so einen Bodysuit kaufen. Welchen davon ist vollkommen egal. Irgendeinen davon, den müsst ihr einfach nur anziehen und abspeichern braucht ihr das Ganze nicht. Ich zeige euch nämlich jetzt, was wir damit machen. Wir begeben uns zu dem nächsten Teleskop, welches wir finden. Entweder direkt am Strand unten oder bei euch im Apartment oder im Büro. Dort gibt es auf jeden Fall überall Teleskope, mit denen das funktioniert. So, jetzt rennen wir in den Teleskop-Glitch hinein. Dann gehen wir ins Interaktionsmenü, gehen auf Stil und wählen das Outfit aus, welches wir eben abgespeichert haben, das Taucher-Outfit. So. Zack, und ihr seht, der Bodysuit ist jetzt quasi unter dem Taucheranzug. Das ganze Outfit speichern wir jetzt noch einmal ab. So, bei mir ist das wieder die 11. Ihr könnt das ruhig überschreiben. So, wenn wir das Ganze gemacht haben, müssen wir jetzt zum Strand und zwar genauer gesagt zum Maskenladen. Ich werde das jetzt mal eben schnell machen. Ich fliege jetzt mal eben kurz mit dem Hubschrauber darüber. Sure, Und dann hören wir it's uns on the gleich, way wenn to ich the wieder helipad. da bin. Okay. So, seid ihr nun im Maskenladen angekommen, begebt ihr euch hier zu dem Maskenladen hin und stellt euch hier an die Oberteile und wählt dort, geht dort zu den Westen und wählt dort eine der Westen aus, wie diese hier zum Beispiel. Diese funktionieren alle, bei den anderen hier, die zum Beispiel, kriegt ihr nur die Schultern unsichtbar und das wollen wir ja nicht, wir wollen ja komplett unsichtbare Arme. Ich nehme jetzt mal hier den weißen Polunder. So, dieses Outfit brauchen wir nicht abzuspeichern. Wir rennen jetzt einfach nur in Richtung Wasser. Sind wir dort angekommen, springen wir auch einfach ins Wasser. Ich mache das jetzt ganz schnell mal eben rüberrennen. So, wie schon gesagt, wir gehen jetzt einfach nur ins Wasser. Schwimmen ein wenig und ihr seht, die zieht die Taucherklamotten an. Und so muss es aussehen. Wenn ihr das Ganze jetzt habt, geht ihr einfach ins Interaktionsmenü und bringt euch einmal selbst um. Seid ihr nun wieder gespawnt, seht ihr, ihr habt bereits die unsichtbaren Arme und genau das wollten wir. Jetzt könnt ihr noch hingehen und das Outfit so beliebig bearbeiten, wie ihr wollt. Wichtig ist einfach nur, dass ihr die Weste nicht mehr auszieht. Die Weste muss angezogen bleiben. Einfach aus dem Grund, weil sonst die unsichtbaren Arme wieder verschwinden. Ich will mir jetzt ein Outfit machen, was gutesgehend komplett weiß ist. Das heißt, ich fahre jetzt noch einmal in den Bekleidungsladen. Vorher gehe ich noch einmal zum Maskenladen und speichere dieses Outfit hier ab, damit das auch nicht wieder verschwindet. Das Ganze mache ich mal eben schnell. So, ich speichere das Ganze wieder auf der 11 ab. So, jetzt geht's wieder zurück ins Büro. Wir hören uns gleich, wenn ich da bin.
So, wenn wir im Büro angekommen sind, zeige ich euch jetzt ganz einfach, was ich gerne mit dem Outfit mache. Ich gehe jetzt allererstes mal auf die Hosen, gehe auf die Sporthosen und ich hole mir die hellgraue tiefe Hose. Die ziehe ich jetzt ganz einfach an. Dann gehe ich noch auf die Accessoires, weil ich ja gerne auch noch weiße Handschuhe drauf habe, haben möchte. Nehmen wir die weißen Chirurgenhandschuhe, die sehen ganz cool aus. Als nächstes verlassen wir das Ganze, gehen wir einmal ins Interaktionsmenü, gehen auf Stil, gehen auf Accessoires. Und ich schaue mal gerade, was ich noch an Tücher habe. Hier das Tuch sieht auch nicht ganz gut aus, das nehme ich jetzt einfach mal. So. Außerdem hätte ich gerne noch einen Helm drauf. Dann nehme ich auf jeden Fall einen kugelsicheren Helm. Irgendwas Helles hier. Den nehme ich jetzt ganz einfach. Außerdem hätte ich gerne noch eine Brille. Dann nehmen wir die Sportbrillen. Dann nehme ich die Graustufen Urban Ski Brille. Das Ganze speichern wir jetzt einmal ab. So, jetzt brauchen wir das Teleskop wieder. Wir gehen wieder auf Stil, gehen auf Accessoires. Diesmal gehen wir auf die Masken. Und diesmal suche ich mir eine T-Shirt-Maske aus. Ja, ich nehme einfach mal die hier. Perfekt. So, jetzt laufen wir wieder in den Teleskop-Glitch hinein. Wählen im Interaktionsmenü unter Stil und unter Outfits wieder das Outfit aus, welches wir gerade die ganze Zeit am Bearbeiten sind. Bei mir ist es wieder die 11. Verlassen das Teleskop. Und zack, ist auch die Maske drunter. Perfekt. So. Das Ganze müssen wir jetzt noch einmal abspeichern. Und damit sind wir auch schon fertig. Alles klar, Leute. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich auch mega über ein Abo freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis dann, Leute, und ciao.